Marco Müller, herzliche Gratulation. 3:2 Erfolg nach Penaltyschüssen hier in Bern. Muss man heute aber von einem gestohlenen Sieg reden für Ambri? Ja, sicher. Ich denke, sehr, sehr viel Zeit in unserer Zone gehabt, mit viel Scheibenbesitz. Definitiv auch mehr Powerplay gehabt, als wir das hatten. Ja, durch die Druckphasen von innen haben wir ab und zu Strafe müssen. Aber ich denke, am Schluss hat jeder für die Mannschaft gespielt. Wir haben das sehr gut gekillt gehabt. Der Benji hat sehr gut gespielt im Goal. Ja, ich denke, es war ein erkrampfter Sieg, eine gute Teamleistung. Und von dem her, ja, vielleicht ein bisschen gestohlen, aber am Schluss ja, nehmen wir die Punkte. Was wir auch ansprechen, Sie haben es schon wieder gemacht. Sie haben das Spiel gegen Lugano im Penaltyschüsse entschieden, heute schon wieder. Hand aufs Herz, haben Sie Zusatzschichten eingelegt im Training im Penaltyschüsse? Nein, das eigentlich nicht. Ja, ich schaue sehr gerne Penalty, schaue immer ein bisschen, wo das Goalie vielleicht ein bisschen Lücken haben. Gegen Lugano habe ich Delvis sehr, sehr gut kennengelernt, weil wir viele die Junioren gegeneinander gespielt haben. Heute ja, mit dem Leoni zusammen gespielt, aber es war sehr schwierig, weil ja, der erste habe ich nicht gemacht und habe ich nicht gewusst, was ich machen soll, weil er einfach sehr ein guter Goalie ist. Aber ja, wir waren hungrig und am Schluss haben wir den wählen. Ja.